daher kommt der Sufismus. Nimmt er sich als Vorbild den perfekten Weg unseres geliebten Propheten? Sufismus ist bekannt als islamische Mystik und entstand als eigenständige Bewegung wohl 2 Jahrhunderte nach der Hijra des Propheten und führte leider viele Erneuerungen in den Islam des Propheten und seine ähnlichen Gefährten ein. Er entwickelte sich zunächst als frühislamische Mystik mit leichten Formen der Abweichung, um dann jedoch vor allem zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert sich in einen philosophischen, intellektuellen Typ umzuwandeln, der stark von neoplatonischen und gnostischen Anschauungen geprägt war und das Einzelwerden mit Gott zum Ziel seines mystischen Bemühens erhob. Gleichzeitig wurde der Pfad zur Vollkommenheit sowohl durch sufische Lehrgebäude systematisiert, die trotz der Sure 9, Vers 31 extremen Gehorsam gegenüber dem jeweiligen Scheich verlangten. Die Orden unterschieden sich in Kleidung und Art des Gottesgedenken Sikr, leise oder laut, mit Musik oder Körperrhythmik. Zahlreiche mittelalterliche Sufi-Bruderschaften, darunter die Qadariya des Irakers Abdul Qadir Jilani, die ursprünglich zentralasiatische Naqshbandiya und die Mevlevi, tanzende Derwische der Jamal al-Din Rumi, haben bis heute überlebt. Er wurde durch Leute angeführt, die zwar äußerlich den Islam annahmen, innerlich ihre alten heidnischen Praktiken und Vorstellungen, beispielsweise römische und griechische Gottesvorstellungen, jedoch mit einem islamischen Mantel umgeben beibehielten. So, dass der Sufismus Praktiken aus vielen Religionen darstellt, vom Christentum über griechische Philosophie bis hin zu hinduistischen Vorstellungen. Das Wort an sich leitet sich wahrscheinlich vom arabischen Sof Wolle ab, da sich die ersten Sufis in Wolle kleideten, als Nachahmung des Propheten Jesus. Doch für uns Muslime ist die Kleidungsart des geliebten Propheten Mohammed bindender, der vor allem Kleidung aus Baumwolle und andere Stoffen trug. Einige Sufis befolgen aber nicht nur um diesen Punkt nicht unseren geliebten Propheten, sondern auch in weiteren Punkten, wie wir noch herausstellen werden. In ihrer Anfangsphase zeichnen sich die Sufis durch ihre Betonung des Sikrs und ihrer Askese aus, wie auch beginnende neu angeführte Glaubenspraktiken. Schon in dieser früheren Phase, in der nur geringfügigen Abweichungen zum originalen Islam aufgetreten waren, waren die Gelehrten vor ihnen. So wird von Imam Shafi überliefert, dass Tasawuf, Sufi-Praktiken, als eine Methode ansah, die man am Frühmorgen angewendet, am Mittag diesen Menschen zum einem Idioten machte. Auch Imam Malik und Imam Ahmad ibn Hanbal vertreten ähnliche Standpunkte über diese Bewegung, die aus der irakischen Stadt Basra ihren Anfang nahm. Sind alle Sufis gleich? Nein, nicht alle Sufis sind gleich. Es gibt unter ihnen verschiedene Gruppierungen. Die nachfolgenden Antworten beziehen sich nicht immer auf bestimmte Gruppen, sondern auf Praktiken, die durchgeführt werden, unabhängig welche Tariqa sie durchführt. Der Sinn ist eine Aufforderung, zurück zu den reinen Quellen des Islam zu kommen. Nach den Aussagen der Naqshbandi, eine extreme Sufi-Gruppe beispielsweise, ist das Ziel die Vereinigung mit Gott. Dies ist großer Schirk, da es den Menschen auf eine Stufe mit Allah stellt und die Einzigkeit Allahs in Frage stellt. Allah warnte uns vor dem Schirk, da er ihn uns nicht vergeben wird, wenn wir als Mushrikun sterben. Deswegen ist dies eine Warnung an die Vertreter dieser Ideologie, davon zurückzutreten und aufrichtig Buße zu tun, auf das Allah ihnen vergibt, inshallah. Wir werden später noch einmal detailliert auf dieses Thema eingehen. Wie kam es zu diesen tiefgreifenden Verwirrungen? In dieser Zeit wurden Schriften dieser Kulturen ins Arabische übersetzt und fanden Verbreitung, so dass heidnische Vorstellungen und Praktiken übernommen wurden und sich in verschiedenen Gruppierungen niederschlugen, wie der Bewegung Mu'tazila, der Ibadiyya sowie dem Sufismus. Die Besetzung von Schriften heidnischer Bücher stellten die Grundlage für das Erscheinen solcher Individuen wie Ibn Arabi oder auch Rumi dar. Wer war Ibn Arabi? Während des späten 12. und den frühen 13. Jahrhundert stellte Ibn Arabi unter dem Einfluss spekulativer Mystiker ein System her, welches endgültig eine völlige Kluft zwischen dem Gesetz des Islam und dem Sufismus schuf. In Gesellschaften wie dem islamischen Indien, welches schon ein starkes vorislamisches mystisches Erbe besaß, vergrößerte sich diese Kluft um ein Vielfaches und die Verwirrungen nahmen erschreckende Ausmaß an. Mujahideen ibn Arabi beansprucht für sich wahrscheinlich die Verehrung durch fast alle Sufi-Schulen ein und spielt eine zentrale Rolle in der Ausbildung eines permanenten Spaltung zwischen dem Islam und Sufismus. Er behauptete vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst direkte Befehle erhalten zu haben. Während einer dieser Nächte vernahm er eine Stimme, die zu ihm rief: O Mohammed, dies war nicht der Grund, wofür du erschaffen wurdest. Angsterfüllt flüchtete er zu einem Friedhof, wo er behauptet, Jesus, Moses und Mohammed, Friede sei auf allen getroffen zu haben und von ihnen Anweisungen empfangen zu haben.
In seinem Buch benutzt er zahllose gefälschte Aussprüche, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugesprochen wurden, so dass unzählige Muslime anfingen, diese als authentisch anzustufen. In folgendem Zitat von Ibn Arabi: Der Mann mit Weisheit wird sich niemals erlauben, abhängig von irgendjemandem zu sein, in Form oder Glauben, denn er ist in seiner Weisheit selbst genügend. Ibn Arabi behauptete, er pflegte direkte Offenbarung von Gott zu erhalten, ähnlich der Weise, wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam erhalten habe. Und es wird zitiert, dass er sagte: Einige Werke, die ich auf Befehl Gottes schrieb, sandte mir Gott im Schlaf oder durch mystische Offenbarungen. Ibn Arabi ist bei den Sufis sehr angesehen, dass jeder, der ihn kritisiert, ein Ungläubiger ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeite, dass viele kleine Dajjals Antichristen erscheinen werden, bevor der größte Dajjal Antichrist erscheint. Wir glauben, dass die Kenntnis von Verborgenheit auf Gott alleine beschränkt ist. Jeder, der behauptet, Kenntnis von der Verborgenheit zu besitzen, erzählt Lügen. Gott sagt uns: Wer ist ungerechter als derjenige, der eine Lüge gegen Gott erdichtet? Oder sagt, mir wurde offenbart, während ihm doch nichts offenbart worden war. Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, sagte: Er dichtet keine Lügen gegen mich, denn derjenige, der dies tut, betritt das Feuer. Wer war Rumi? Rumi wurde im heutigen Afghanistan im Jahre 1207 geboren und verbrachte sein Leben in der heutigen Türkei. Er wird allgemein unter den Sufis hoch verehrt und er war ein berüchtigter Sufi-Philosoph und Poet. Einige seiner Verwirrungen werden in seinem Buch Masnavi deutlich, in dem er darstellt, dass er an die Theorie der Sinnwanderung glaubt. Die folgenden Zeilen werden als Zentralthema von Rumis Werk angesehen. Ich starb als Mineral und wurde eine Pflanze. Ich starb als Pflanze und stieg empor als Tier. Ich starb als Tier und war ein Mensch. Wer war Ahmad Esrehindi? Ahmad Esrehindi wird als Imam Rabbani bezeichnet und genießt hohe Verehrung unter den verschiedenen Sufi-Schulen. Er lebte Ende des 16. Jahrhunderts in Indien. Hier die Zitate, die klar Schirk und Kufr beinhalten, sowie aufzeigen, dass Rabbani sehr stark an Größen wandelt und hätte er heute gelebt, wohl zu einem Psychotherapeut überwiesen worden wäre. Er sagte: Allah, der Allmächtige und Gepriesene, sagte mir, jeden, für den du das Grabgebet durchführst, dem wird vergeben werden. Und wann immer jemand von deiner Erde deines Grabes nimmt und sie für sein Grab benutzt, dem wird vergeben. Auzubillah. Das nächste Zitat ist: Ich fand heraus, dass Gott die Essenz aller Materie darstellt, wie es von den Leuten des Sufismus schon gesagt wurde. Dann fand ich heraus, dass Gott sich in jeder Materie befindet. Dann fand ich Gott mit der ganzen Materie zusammen. Und noch zum Schluss das folgende Zitat von Rabbani: Die Kaaba kam immer und fühlte Tawuf, die Umkreisung, um mich. Wer war Al-Bastami? Bastami wird als einer der sechs hellen Sterne im Firmament des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und als einer der Bindeglieder in der goldenen Kette der Naqshbandi-Tariqa angesehen. Doch sein Leben war alles andere als erleuchtet. Bastami war tatsächlich einer der ersten, welcher die irrige Vorstellung der Verrichtung von entwickelte, in welcher der Mystiker vollkommen in der Mystikwelt aufgeht, so dass er sogar sich selbst oder Gegenstände um ihn herum nicht mehr wahrnimmt. Jedes existierende Objekt scheint zu verschwinden und er fühlt sich frei von jeglicher Barriere, die ihm den Weg versperren könnten, den einen und einzigen Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Auzubillah. In einer dieser Situationen schrieb Bastami laut auf: Gelobt sei ich für meine größte Erhabenheit, Usubillah. Diese Aussagen deuten auf eine starke Überheblichkeit und Größenwahnsinnigkeit hin und auf einen vollkommenen Mangel an Glaube oder Gottesfürchtigkeit. Es ist nicht nachvollziehbar, wie solch ein Individuum diese Verehrung heute unter den verschiedenen Sufi-Schulen genießt. Bastamis Glaube in der Einheit aller Religionen und deren Gültigkeit wird deutlich, als ihm folgende Frage gestellt wurde: Wie steht der Islam zu anderen Religionen? Seine Antwort war: Sie alle sind Wege zu Gottes Gegenwart. Ist dies die Botschaft des Tauhids, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktizierte und in dem die Sahaba Allahs Wohlgefallen sein auf ihnen folgten? Das ganze Leben des Bastamis ist voller Widersprüchen zum islamischen Glauben. In jungen Alter verschließt er seine Mutter, ihr sagend, dass er nicht Allah und ihr zur gleichen Zeit dienen könne. Während Bastami durch die Straßen lief, schrie er eines Tages: Ich bin Gott, warum dient ihr mich nicht? Er verbrachte seine Zeit damit, seinen Kopf zwischen den Knien geklemmt, und einer seiner Gefährten behauptete, er hätte dies über 30 Jahre durchgehalten.
Doch der merkwürdigste Fall ist sein Gehorsam einen Hund gegenüber, den er einmal auf seine Wege traf. Der Hund schien aufgebracht, dass ihm Bastami mied, so dass der Hund zu ihm sprach und ihn beschimpfte. So bat ihn Bastami: O Hund, du bist erleuchtet, bitte lebe mit mir eine Weile. Ich habe von Sufis wie den Akspandis gehört, dass wir eine Einheit mit Gott bilden sollen. Was hat das denn zu bedeuten? Wir haben dieses Thema schon ganz zu Beginn angesprochen und die islamische Haltung dessen herausgestellt. Ergänzend sei dadurch gesagt, dass Allah vollkommen über seine Schöpfung erhaben ist und nichts gleicht oder ähnelt ihm. Sieh Surah Ikhlas, sprich, er ist der eine Gott. Allah der Absolute, er zeugt nicht und ist nicht gezeugt und es gibt keinen, der ihm gleicht. Doch einige Sufis verbreiten eine dem Koran entgegengesetzte Sichtweise, die Wadud al-Wajuj genannt wird, also eine Einheit mit Gott. Ibn Arabi, der Sufi-Gelehrte, auf den diese verwirrte Vorstellung zurückgeht, behauptete ohne jeglichen Scham, dass da ja Allahs Anschaffen sich in seine Schöpfung manifestieren, seine Schöpfung anzubeten, mit seiner Anbetung gleichzusetzen sei. Auzubillah. Ibn Arabi sagte: Die Person mit einem umfassbaren Verständnis ist diejenige, die jedes Objekt der Anbetung als Manifestierung, die Wahrheit in ihr sieht, für die sie angebetet wird. Deswegen nennt sie es Gott mit ihren eigenen Namen, ob es ein Felsen, ein Baum, ein Tier, eine Person, ein Stern oder ein Engel ist. Dies ist die Lage einiger Sufis in ihrer Verwirrung vom rechten Weg, dass sie sich auf griechischer und östlicher Philosophie stützen, anstelle auf den Koran und Sunna. Diejenigen, die Ibn Arabi folgen, missachten die klaren Ayat des Korans und begehen damit klaren Kufr. Allah sagt im Koran: Der Schöpfer der Himmel und der Erde, er hat aus euch selbst Gattinnen für euch gemacht. Auf diese Weise vermehrt er euch. Nichts ist ihm gleich und er ist der Hörende, der Sehende. Wenn wir untersuchen, woraus einige Sufi-Gruppierungen die Vorstellung übernommen haben, kommen wir zu der Überzeugung, dass diese Verwirrungen aus Büchern anderer Kulturen übernommen wurden. Wie sieht die ausführliche islamische Antwort auf die Verwirrung des Wadud al-Wajuj aus? Mit der Zeit entwickelte sich aus der mystischen Idee der Vereinigung mit Gott ein Gebilde aus heretischen Glaubensvorstellungen. So behaupten die meisten Orden, dass Allah gesehen werden könne, wenn man den Zustand des Fusul erreicht habe. Als jedoch Aisha den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hatte, ob er während der Himmelsfahrt Allah gesehen habe, hatte er dies verneint. Der Prophet Moses a.s. durfte ebenfalls erfahren, dass weder er noch irgendjemand anders dem Anblick Allahs in diesem Leben standhalten konnte. Allah zeigte einen Teil seines Wesens einem Berg, welcher daraufhin zu Staub zerbröselte. Die Scharia wurde von diesen Menschen so ausgelegt, als wäre sie ein äußerer Weg nur für die unwissenden Massen, während die Tariqa den inneren Weg einer kleinen, erleuchteten Elite darstellte. Eigenwillige Tafsire erschienen, in denen die Bedeutung der Koranverse verdreht wurde, um die ketzerischen Ideen der mystischen Bewegung zu rechtfertigen. Griechisch-philosophisches Gedankengut wurde mit erfundenen Hadithen vermischt, um ein Gebilde aus unauthentischen Literatur aufzurichten, welches die frühen islamischen Klassiker herausforderte und schließlich unter den Massen zurückdrängte. Musik wurde in den meisten Kreisen angeführt und Drogen wie Marihuana in anderen, um spirituelle Erfahrungen hervorzurufen. Dies war das Erbe der späteren Generation von Sufis, welches auf der falschen Prämisse aufgebaut wurde, dass eine Vereinigung der menschlichen Seele mit Allah möglich sei. Die frühere Generation von frommen Individuen wie Abdul Qadir Jalani und andere, auf die manche Bruderschaften zurückgeführt werden, bestanden eindeutig die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Diese beiden können niemals eine Einheit bilden, weil der Schöpfer göttlich und ewig ist, während die Schöpfung menschlich und begrenzt ist. Ohne den Sufismus wäre uns der Islam nicht erhalten geblieben. Kommen wir nun zu dem Punkt, die Sufis hätten den Islam erhalten. Dieser Punkt muss differenziert nach Zeit und Ort aufgeschlüsselt betrachtet werden. Durch den logistischen Aufbau der Sufi-Orden war es tatsächlich möglich, in Ländern, die nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches von durch den Islam besondere feindliche Gesinnte Besatzungsmächte angenommen wurden, wie den russischen Kommunismus in Tschetschenien beispielsweise. Welche Auswirkungen hatte der Sufismus allerdings auf das Osmanische Reich? Hier stellt sich tatsächlich die Frage, wovor und wann der Sufismus den Islam erhalten haben soll. Es ist das genaue Gegenteil der Fall. Der Sufismus führte uns dahin, wo wir heute uns befinden. Gedemütigt, vertrieben und verloren. Die Welt lächelt hämisch über uns und wir sind die Sündenböcke der Welt.
Dies ist das Ergebnis, dass unsere Vorfahren vom Islam abwichen und sich dem Sufismus zuwandten, anstelle sich über die Lage um uns herum zu kümmern, um Politik und Staat, um Freund und Feind, schotten sie sich von den Sickelgruppen von der Außenwelt ab und entflohen jeglicher Verantwortung in dieser Welt. Dies war natürlich für sie eine einfache Art und Weise, ohne große Mühen, trotz des Gefühls zu haben, ein guter Muslim zu sein. Doch das Ergebnis war katastrophal. Denn dadurch entfliehe jeglicher Kontrolle über den Staat von Seiten der Gelehrten und Muslimen, die betäubt in ihrer übertriebenen Mystikwelt vor sich hin lebten. Und jeglicher Antrieb ging verloren, bis dem Osmanischen Reich, der zu dieser Zeit nur noch im Sufismus vor sich hin dümpelte, gewaltsam durch die Mächte des Kuffar ein Ende gesetzt wurde, mit dem Ergebnis, das wir heute vor uns sehen. Welche großartige islamische Ideologie ist das, das uns um Ehre und Sicherheit betrogen hat? Erst als der Sufismus die Oberhand im Osmanischen Reich erfuhr, ging es mit den Muslimen bergab. So erhält man den Islam. Erhält man den Islam, indem man die Massen der Muslime durch Mystik betäubt und dann den Feinden des Islams als gefundenes Fressen ausliefert? Die weit verbreiteten pazifistischen Vorstellungen, der Mangel an Scharia und Wissen und die Verbindung mit dem Kuffar machten möglich, dass nur wenige die schnellen Veränderungen der osmanischen Gesetze beanstanden. 1880, in einer Zeit, in der die Tanzimat ihre Blütezeit hatte, wurde die Scharia durch europäische Gesetze ersetzt. Doch nur geringer Widerstand kam auf. Während die Massen durch die Mystik, den Bau von extravaganten Moscheen und Grabmälern sowie durch fortlaufende Drehungen im Kreise betäubt waren, wurde das Osmanische Reich durch freie Maurer übernommen und letztlich in vielen kleinen Stücken aufgesplittert. Unter anderem durch die Erneuerungen, die der Sufismus in den Islam brachte, kam es dazu, dass die Muslime dadurch vom rechten Weg abwichen und sich folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitete. Wer auch immer eine Religion Erneuerungen oder ein Erneuerer bei sich beherbergt, unterbringt, so wird der Fluch Allah subhanahu wa ta'alas, seinen Engel und der ganze Menschheit auf ihm sein. Wenn das, was die Sufis machen, so schlecht sein soll, warum sind sie trotzdem immer noch da? Die Sufis sind zum einen Teil des Lebens von Muslimen geworden, dass viele Muslime es schwer finden, diese Praktiken des Sufis als falsch anzusehen. Und jeden, der diese Fehler aufzeigt, der es Extremismus bezichtigen oder sie als Wahhabiten oder ISIS-Anhänger darstellen. Sufismus spricht viel mehr menschliche Emotionen als Intellekt oder islamische Beweise an. So waren Gedichte und Musik die verbreitetsten Formen in den letzten 100 Jahren. So dass Sufi-Vorstellungen in den Herzen derjenigen anzukieten, die durch Dichterkunst zuhörten. Heute folgen den Sufismus Massen von Leuten, die den Wunsch haben, die Probleme dieser Welt zu verlassen, anstatt die Fähigkeit aufzubauen, sie zu meistern versuchen. Sufismus bietet oftmals die perfekte Flucht, in der ihre Anhänger meditieren können, anstelle über die schlechte Lage anderer Muslime nachzudenken, ganz geschwind davon, den notleidenden Muslime zu helfen. Sind die Sufi-Scheichs wirklich Nachfahren des Propheten? Heutzutage behaupten viele von sich Nachfahre des Propheten, von etlichen Königshäusern bis hin zu den Sufi-Scheichs. Tatsächlich kam diese Behauptung nach der Gründung der sufistischen Bewegungen auf, um Unterstützung und Vertrauen durch die Bevölkerung zu erlangen. Es gibt keinerlei Beweise für die Behauptung des Sufi-Scheichs. Wer ist Scheich Nasim und besitzt er auch solche Verwirrungen? Scheich Nasim ist der gegenwärtige Leiter des Naqshbandi-Ordens und verbreitet in seinen Büchern schon gerade genannten Kufr wie Wadud al-Wajud und dergleichen Schirk. Deswegen ist vor seinen Schriften zu warnen, damit niemand, der noch neu im Islam ist oder noch nicht viel Wissen besitzt, auf diese schwerwiegende Verwirrung hereinfällt und vom rechten Weg abirrt. In folgendem ein Zitat aus einem seiner Bücher. Die Macht des Walis ist dergleichen, dass er nur Kul sei zusammen braucht und es wird sein. Dabei sagt Allah im Koran für den Menschen deutlich, Allahs Befehl, wenn er etwas will, ist nur, dass er zu ihm spricht, sei und es ist. Dem Scheich oder Wali wird eine ähnliche Stellung wie der eines katholischen Heiligen oder des Dalai Lama angeräumt. Vollkommener Gehorsam wird von seinen Anhängern ihm gegenüber erwartet und jede Frage wird als Missbrauch des Vertrauens betrachtet. Der Suchende muss sich dem Willen des Scheichs fügen und all seinen Befehlen und Ratschlägen Folge leisten, denn der Scheich hat mehr Erfahrung und Wissen in Tariqat und Scharia und er muss mit der Meinung seines Scheichs vollkommen einverstanden sein, so wie der Patient mit seinem Arzt einverstanden ist. Doch die Muslime glauben, dass jede einzelne Handlung der Anbetung nur aus Koran und Sunna abgeleitet werden darf. Allah der Erhabene sagt, bringt eure Beweise bei, wenn ihr die Wahrheit zu sagen glaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
den Erschaffenen darf nicht gegen den Schöpfer Folge geleistet werden. Zudem bringt uns der Koran das Beispiel der Juden und Christen und wie sie durch die Anbetung ihrer Priester vom rechten Weg abwichen. Sie haben sich ihre Schriftgelehrte und Mönche zum Herrn genommen, außer Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten worden, alleine den einzigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer ihm. Gepriesen sei er über das, was sie ihm zur Seite stellen. Dem Scheich wird im Sufismus die Geltung einer Gottheit beigemessen. Eingeschaffen, die Allah gehören, werden also ihren Scheich zugeschrieben. Sie suchen Hilfe von ihnen, ob sie tot sind oder 10.000 Kilometer entfernt. Sie glauben, dass ihre Scheichs alles wissen und dass sie alles wissen, was ihre Schüler denken und dass sie tatsächlich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam reden. Imam Malik rahimahullah sagte, das, was keine Religion zur Zeit des Propheten und seiner Gefährten war, darf niemals die Religion von heute sein. Derjenige, der Bidda, Erneuerungen in der Religion des Islams anführt und glaubt, es sei eine gute Sache, behauptet also, dass Mohammed die Botschaft betrog. Die Sufis verschwenden einen großen Umfang ihrer Zeit und ihre Ressourcen darauf, neu angeführten Praktiken zu verteidigen, indem sie es als gute Bidda, also als eine gute Erneuerung bezeichnen. Die Sufis haben die Muslime mit ihrer Herzlichkeit doch wieder zurück zum Islam gebracht. Warum redet ihr so schlecht über sie? Die Sufis haben in Wirklichkeit die Muslime von den Lehren des Koran und der Sunna weggeführt, in einer Knechtschaft dem Scheich gegenüber. Muslime entfernten sich von den Lehren des Islam und verloren somit den Schutz vor den neu angeführten Praktiken. Lehren, dass er, der Anhänger eines Scheichs, zu niemanden als einem Scheich blicken darf, steuerte nichts bei, um die Ummah zu festigen. Möge Subhanahu wa ta'ala diese irregehende Sekte recht leiten. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Der Teufel lacht schon längst über unsere Ummah. Der Teufel lacht schon längst. Hat er schon fast gewonnen. Während Muslime sich den Maul zerreißen über Menschen, die darauf achten, keinen Schirk zu begehen, sich den Maul zerreißen über Menschen, die Koran und Sunna bestmöglich befolgen möchten, sich den Maul zerreißen über Menschen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, den Tawhid befolgen, sich den Maul zerreißen, Propaganda machen, lacht der Teufel. Lacht der Teufel von tiefster Inbrunst. Während Muslime, wahrhafte Muslime angreifen, geschieht in ihrer Umma der ausbreitende Virus, der satanischen Virus von Götzendienst, von primitivsten Götzendienst, von Menschen, die sagen, sie sind Muslime und sie sind ungeschoren. Sie bleiben ungeschoren, weil Muslime haben nur noch eins. Wahhabiten, Wahhabiten, Wahhabiten und sie merken nicht, sie sind in die Irre gegangen. Und in ihrer Umma, da passiert Folgendes. Aber weiter schimpfen auch Wahhabiten, die Koran und Sunna befolgen. Und im Schatten dessen breitet sich der Virus des Teufels aus. Und was machen die Muslime? Sie reden weiter über die Wahhabiten, die Koran und Sunna folgen. Und das hier? Was sagen die Muslime dazu? Wo sind die Videos dazu? Wo prangern sie das an? Wo? Nirgends. Braucht nicht, das ist normal. Aber die Wahhabiten, der Teufel hat schon längst Etappensieg gemacht. Ihr greift die wahrhaften Muslime an und im Deckmantel greift er euch in den Rücken und greift eure Umma an und verbreitet seinen Virus. Ach, das sind nur kleine Sekten. Aber die Wahhabiten. Weiter greift ihr die wahrhaften Muslime an. Weiter greift ihr die an, die kein Schirk begehen. Weiter greift ihr die an, die Koran und Sunna befolgen. Und in eurem Rücken fallen sie euch rein. Die Satane und die ungläubigen Dschinns. Bitte schön, das Ergebnis. Während ihr eure Umma verlassen habt und sie bekämpft, die den wahren Islam aufrechterhalten, kein Schirk begehen, fallen sie euch in den Rücken. Während ihr euch Gedanken macht, was ist Bid'a, was ist nicht Bid'a, lacht der Teufel und hat sich seine Opfer schon geholt. Aus eurer eigenen Umma. Bitteschön. Weiter, schreit weiter, Wahhabiten, Wahhabiten.
Lenkt die Leute ab! Lenkt die Leute ab! Greift weiter die wahrhaften Muslime an, in euren Rücken fällt der Teufel! Weil ihr das Augenmerk auf wahrhafte Muslime gelenkt habt, seht ihr nicht den Schaden, den der Teufel anrichtet. Wie auch! Ihr seid voller Hass gegen Menschen, die Koran und Sunna befolgen. Ihr seid voller Hass gegen die. Dann hat der Teufel gewonnen, die Mauer steht nicht mehr. Die Mauer ist gebröckelt, kaputt. Weil ihr euch gegenseitig kaputt macht und gegenseitig zerfleischt, haben diese Leute gewonnen, beziehungsweise der Shaitan hat diese Leute gewinnen können. Yalla. Das ist Islam. Och, das ist nur eine kleine Gruppe. Das ist nur eine kleine Gruppe. Es breitet sich weiter und weiter aus. Und ihr schlaft und greift weiter diejenigen an, die Koran und Sunna befolgen. Weiter so. Weiter so. Ihr seid auf dem Weg der Rechtleitung, glaube ich. Merkt euch dieses Video gut. Merkt es euch gut. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Jetzt bitte macht weiter Videos. Pierre Vogel, Wahhabismus. Oh, Pierre Vogel. Pierre Vogel predigt, Koran und Sunna zu befolgen, kein Schirk zu begehen, keine Gräber anzubeten. Oh, ist das schlimm. Aber das hier im Hintern, ja, das ist in Ordnung. Ja? Darüber brauchen wir nicht sprechen. Wir haben ja unseren Sündenbock. Wir haben ja die Muslime, die wir Wahhabiten nennen, die Koran und Sunna befolgen. Das ist unser Sündenbock. Aber die Menschen aufzuklären von den wahren Gefahren, ja, das ist nur eine kleine Minderheit. Das ist nur eine kleine Minderheit. Wenn ihr wüsstet, was in Ländern passiert, in den Maghreb-Ländern, wenn ihr wüsstet, was in Marokko passiert, ja, wo einer, ein Grab förmlich angebetet wird, ja, sie nennen es Sidi Hiya, ja, es gibt marokkanische Gelehrte, die werden ungern zitiert, die sagen, dass, der war ja jüdischer Konfession, ist ein Heiliger, da gehen sie hin, um Krankheiten auszuheilen, ja, ihr müsst euch mal die Riten dort ansehen. Ihr müsst mal aufwachen. Ihr müsst mal sehen, was wirklich passiert. Ihr müsst mal sehen, wenn man Zettel schreibt mit Wunschgebeten und an Gräbern, ja, wo Gräber sind, an den Bäumen dranhängt, dass sich doch das erfüllen möge. Darüber redet ihr nicht. Nein, ihr redet über Wahhabiten, Pierre Vogel, der befolgt Koran und Sunna. Deswegen ist er ja schlimm. Ja, weil er ruft auf, ja, kein Schirk zu begehen. Deswegen ist er ja schlimm. Deswegen ist das ja eine Katastrophe für die Umma. Ja. Aber das, was hier ist, das ist keine Fitna. Das ist, ja, mal, auch mal eine schöne Form der Dikr, ne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wenn diese Umma weiter schläft, werden wir noch mehr Auswüchse erleben. Weil sie sich gegen die wahren Muslime richtet, wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma mehr und mehr in die Irre gehen lassen. Denn wenn wir uns gegen uns selbst richten, werden wir die Mauer zerstören, die wir uns aufgebaut haben. Dass wir zusammenhalten, dass die Gläubigen zusammenhalten, diese Mauer werden wir zerstören und die Ungläubigen werden sich breit machen. Die Ungläubigen werden die Mauer erklimmen und sich breit machen und uns die Gläubigen nehmen und fehlleiten, weil sich unser Zorn gegen die wahrhaften Muslime richtet. Das ist der Fehler der Umma, deswegen sage ich, ruf zur Einheit auf, schnellstmöglich. Du betest nicht hinter einem Wahhabit, weil er keinen Schirk begeht, weil er Koran und Sunna befolgt, aber hinter so einem würdest du beten, oder wie? A'udhu billahi minash shaitanir rajim.